So, da ist der Restart. Und die erste Runde ist live. Die Blank Ducks direkt mit 4x Kevlar. Kit Doppelflash bei Assa. Berserk geht bislang auf Full Kevlar. Ah, jetzt Maka mit einer Smoke, einer Doppelflash. Erstmal ein 3-Mann-B-Hold. Zu zweit piekt man die Mitte rein. Scripted. Ja, schaut da mal, nichts gesehen. Falsche Mitte, aber sieht ja 2-3-Mann durchgehen. Und das ist eine erste gute Info derweil. Raptor, Tanne. Den ersten beiden Vorteilen unten in der Banane. Er ist direkt der 5 gegen 3 Überzahl. Berserk. Und die Granaten bei Maka, die sind erstmal weg. Man traut sich etwas weiter Richtung Mitte rein. Heckmann, ah, sieht dann den ersten durchcrossen. Lando gespottet. Scripted oben auf dem Balcony. On Spot steht Assa, bereit mit der Flash in der Hand, falls sie kurz durchgehen sollten. Und auch Kraptor ist schon geschoben und hilft hinten bei Heckmann aus. Tja, was macht Berserk? AP, Lando. Unten in der Banane, Tanne. Strafe noch ein bisschen, gibt noch ein bisschen ein offenes Risiko ein, dass er da mehrmals reinpiekt. Da kommen sie jetzt mit 3 Mann langsam sneaky um die Ecke in Richtung Bananenkopf. Und dann steht da immer noch Tanne. Kommt mit der USP. Ah, jetzt kommen die zu 2, zu 3, holt sich einen, den zweiten nicht mehr. Aber Krupter ist schon da. Natürlich gibt es die Rotation. Ah, lässt sie durchlaufen ohne Smog, finde ich extrem schwer. Gibt einen zweiten Trade. Krupter, die Flash war gut, aber auch er bekommt richtig viel Schaden. Und auch er ist raus. Und jetzt eben könnte es gerade durch das Kit noch eine Chance geben für die Playing Ducks. Scripted im 1 gegen 2. Guckt hinten. Cool. Und da steht AP oben drauf. Schnappt sich einfach mal 4 Frags. In dieser massiven Unterzahl für Berserk. Das heißt 1-0 für Berserk Academy. Ja, ein bisschen unglücklich gewesen, dass man da gerade in der Piste Round dieser deutlichen Überzahl das Ganze nicht halten kann. Und Berserk fast schon relativ einfach bauen die Bombe legen kann und die Runde noch für sich gewinnt. Anti-Eco bei den Playing Ducks. Es gibt Piste, es gibt Kevlar, wieder ein Kit für Scripted. Und dann kommen sie. Ja, gibt eine erste Flash, eine zweite rein. Trotzdem haben sie ein bisschen offeneres Schussfeld, wo sie versuchen könnten zu traden. Assa bleibt defensiv stehen mit der B250. Aber da reicht's nicht. Und jetzt eben Kegman, Tanne. Die beiden letzten Mann der Playing Ducks. Mitte gibt's eine Smoke. Ja, da muss man sich noch so ein bisschen auf dem Arsport bewegen, wie man weiß. B könnte durch sein. Bombe wird bereits gelegt. Und die Zeit rennt gegen die beiden Ducks-Spieler. Schaffen sie es vielleicht, noch was aus der Runde mitzunehmen? Vielleicht noch eine AK zu ergattern? Vielleicht auch noch eine UMP oder eine MAC-10? Denn das würde die Chance der nächsten Runde durchaus erhöhen. Anstatt Only Pistols in der Hand zu haben, AP hält die Mitte, dass da keiner mehr rüberschiebt. Tanne auch den da gespottet. Und dann pushen sie hinten CT-Bogen schon durch. Lande mit der MAC-10. Tanne hat immerhin Kevlar, die CZ und noch eine Smoke in der Hand. Ja, sneakt sich in Richtung T-Apps. Tanne. Schnappt sich die erste AK und bleibt bislang am Leben. Maka kommt da rum, aber keine Chance. 3 Mann. Und wir haben ein 2-0 Berserk. Jetzt eben die Frage, schafft es Tanne mit der AK den Schaden zu setzen? Long Distance Spray sitzt, aber instant gibt es die andere von Lando. Und Assa blind bekommt die erste Hilfe von Kegman. Währenddessen Script dann auf A bleibt. Berserk natürlich rechnet jetzt mit einem relativ offenen Bombspot B. Um mir relativ verwirrt zu gehen. Flash rein, Smoke rein, dann soll's durchgehen. Ah, Kegman schafft das nicht. Assa alleine hinten, Quad mit der USP. Guckt links, rechts, Lando. Ah, schafft's nicht mit der AK. Pistol Headshots ging nicht wirklich rein. Scripted. Diesmal ohne Kevlar. Und wartet am CT-Spawn. Ah, Berserk.
Natürlich, Sie wissen, die AK war oben in der Banane. Von daher kann sie Scripted eigentlich nicht in der Hand haben. API kommt rum. Das ist der erste Vorteil, den sie Scripted setzen kann. 6 Schuss im Magazin hinten. Wartet noch immer Willem. Auch Lando pusht jetzt offensiv rein. Gibt einen zweiten. Jetzt nachladen. Und das wäre die Chance für Willem einfach rumzukommen. Keine Chance. Scripted. Oh, der macht richtig guten Schaden gegen Berserk. Und es gibt erneut den AK-Safe. Und da kann auch AP nichts gegen tun. 3-0 Berserk, guter Start. Auf der ersten Map, auf Inferno. Und jetzt zum ersten Mal die Byront für die Playing Ducks. Es gibt direkt die AWP für Keckmann. Asta bleibt bei der MP9, um hier entsprechend Full Kevlar Kit und Granaten in der Hand zu haben. Und jetzt eben im Default 3-2 Aufbau. Kruptor etwas offensiver. Währenddessen sich Berserk erstmal nicht rantraut, noch liegt die Smoke. Kruptor hält das Ganze etwas offensiver, muss aufpassen, dass sie nicht boosten. Die erste Flash kam wird angeschossen. Na, runter auf 3, will nachpieken. Kommt der nächste Flash rein, ein paar Schüsse hinterher setzen, runter auf 18 jetzt. Jetzt der Molotow von Asa. Und er könnte Berserk ein bisschen zurückforcen. Können sie erstmal nicht durch. API. Erstmal nachladen. Und der Rest von Berserk, der schiebt. 60 Sekunden auf der Uhr. Zweimal Richtung Mitte, zwei hinten in Apps in der falschen Mitte. Die Playing Ducks haben bisher noch nicht geschoben. Stehen also weiterhin 2-3 auf B und A. Und warten drauf, dass sich Berserk so langsam in Richtung Spot traut. Heckmann, lang zurück, kurz, scripted, offensiv, Macher. Oh, ein Step da, sind ein paar wichtige Infos für die Playing Ducks. Dann geht's doch nochmal komplett in die Rotation rein, ab Richtung B-Spot. Da stehen sie, Kruptor angeschossen mit 18 und der MP9, Asa mit der M4, hebt den Schlitz ab. Und die Steps können wir jetzt hören, gibt eine erste Crossmog rein, Kruptor ist raus, Asa kann nicht aushelfen. Und dann steht Maka noch in der Mitte, oh, hört die Steps der AWP. Und die Rotation ist komplett abgekappt. Und jetzt könnte es problematisch werden für die Playing Ducks. Die haben noch ein 3 gegen 5. Sie haben 2 Kits. Sie haben noch eine Flash in der Hand. Nur hinten macht Maka richtig gut Schaden. Nimmt 2 Mann bisher raus. Scripted. Muss gucken. Bogen, Library. Wo kommt er rum? Und Asa ist bisher nicht bekannt in der Ruine. Den haben sie nicht gepusht. Jetzt kommt API rein. Maka zusammen. Asa kann nur einen rausnehmen. Und es ist eine sichere vierte Runde, die sich Berserk schnappen kann. Scripted steht definitiv on spot. Der nicht in Bedrängnis gebracht, bringt also Kevlar Kit die AK durch. Nur vom Geld her, natürlich ein bisschen problematisch. 5000 Maximum, der Rest dann mit 2,8, mit 3000. Währenddessen Berserk so langsam sich eine gute Economy auf der Bank aufbauen kann. Man bleibt bei den Pistols. Gibt eine Deagle für Kruptor, Doppelflash für Asa, falls man Banane offensiv peeken möchte. Und Scripted ist da! Und zum Glück steht die Deagle. Kruptor im ersten Trigger. Vorne liegen jetzt 2 Rifles. Und die könnte man durchaus mitbringen, aber das Risiko gibt man erstmal nicht ein. Gibt die zurück, bleibt defensiv. Denn Kevlar und Kit sind erstmal temporär verloren. Berserk, den ich weiß wieder, es gab den Entry auf B. Vielleicht noch keine allzu große Overrotation von Playing Ducks. Cakeman etwas defensiver im CT-Bogen drin, damit er im Ernstfall schnell schieben kann. Und Berserk macht sich bereit. Die Granaten im Anschlag. Kruptor, Asa, sie wissen Bescheid jetzt. Smokes, Flashes, alles kommt rein. Er pusht hinten Richtung Spot, hat Kruptor gespottet. Asa von oben, schön gesetzt. Und er kann noch viel mehr Schaden machen. Muss erstmal nachladen. Kruptor lebt noch. Jetzt gedoppelt werden. Immer noch eine AK bei Asa. Und der Bombplant, der geht durch. Quad steht Maka. Kekman angeschossen. Tane kommt über Banan. Auch da liegt noch immer eine AK auf dem Boden.
wenn sie nicht weggeworfen wurde. Und auch das Kit, was vielleicht nochmal wichtig werden könnte. Man lässt das erstmal liegen, versucht einen Blick in Richtung Spot zu bekommen. Hinten steht die AWP mit Api. Er pickt nach und kommt ein Headshot. Aber möglich war da nichts mehr. 5-0 Berserk, die Playing Ducks in der zweiten Fullback Round. Und die soll aufgehen jetzt. Die brauchen sie jetzt. Und dann gehen sie direkt mal auf die Doppel-AWP bei Scripted, bei Kekman. Verteilen sich wieder 2-3. Default-Aufbau, Berserk. Erstmal langsam die Mitte abaimen. Drauf warten. Vielleicht pieken die Playing Ducks ja irgendwo offensiv rein. Man könnte den ersten Vorteil fast schon frei Haus mitnehmen. Jawohl, Api, schön, in Richtung lang. Wieder der erste Entry für Berserk. Assa, defensiv Spot, Tanne oben drauf auf dem Balken, gibt direkt die beiden Smokes auf dem A-Spot raus. Währenddessen Kraptor, Scripted, versuchen bald was offensiver anzugehen, ein paar Offensivinfos zu holen, hinten eine Flash auf lang. Aber da ist Berserk noch nicht durch. Die Sekunden auf der Uhr. Und Berserk tummelt sich immer noch in der Mitte, kommt jetzt lang endlich durch, schafft einen zweiten Entry auf dem A-Spot. Tanne ist gespottet, versucht's oben gegen Apps, aber ist blind. Und jetzt in der 2 gegen 5 Unterzahl. Geht man wieder kein Risiko ein, die Waffen werden gesichert und Berserk könnte theoretisch auf die Jagd gehen, denn sie haben immer noch alle 5 Mann zur Verfügung. Und entsprechend viel Geld auf der Bank bei Api, bei Lando, bei Maka. Genau das wird doch jetzt umgesetzt. Lando mit Willem. Guckt mal Richtung Ruine, Richtung Spot. Scripted im Scope der AWP. Ist erfolgreich. Beide Mann noch am Leben. Und Lando zieht sich erstmal zurück. Und das soll es zeitlich nicht mehr reichen. Und daher beide Waffen selbst durchgebracht. Und die Frage jetzt, die Playing Ducks brauchen einen Masterplan. Denn so langsam bekommt hier das Academy-Team von Berserk ein Wahnsinnsmomentum. 6-0 Start hingelegt bisher. Und wenn das so weitergeht, gibt es vielleicht eine relativ schnelle erste Map. Und das wäre durchaus unglücklich. Api aimt die Mitte ab. Heckmann defensiv, erstmal die Smoke rein. Und abwarten. Bananen offensiv. Kraptor weiß, da stehen sie. Gibt die nächste Flash rein von Assa. Ah, jetzt erst auch mal die Smoke. Und Maka ist da. Überzahl erneut. Berserk. Man bleibt beim 3-Mann-Ahold. Berserk gruppiert sich Richtung Mitte, falsche Mitte, AP aimt noch die Banane ab. Nur dann geht's durch in Richtung Mitte. Ah, der Molotow liegt gar nicht mal schlecht. Kekman schiebt jetzt rüber Richtung Mitte. Man rechnet damit, dass Berserk in der Mitte ein paar Granaten wirft und wieder in Richtung B-Spot committet. Und das ist teilweise auch der Fall. Denn hinten warten Lando. AP zieht sich jetzt zurück. Lando mit einer Smoke. Forster mit 2 Spieler auf dem B-Spot. Und es sind nur Scripted und Tanne alleine auf A. Und da kommen sie jetzt zu viert. Über kurz. Steppen laut. Das ist eine gute Info. Tanne Molotov rein. Scripted on Spot. Auch hier kommen die Molotovs in Richtung B. Sie könnten ihn doppeln. Aber Scripted bleibt defensiv on Spot stehen und schafft es nur einmal zu traden. Und das ist die Unterzahl für die Playing Ducks. Assa, Kekman. Nate Richtung Spot. Könnte ein bisschen Schaden machen, aber AP schafft es noch erfolgreich, sich umzupositionieren. Sie haben ein Kit und die Flash, die jetzt reinkam. Mit der Orb, schaut mal. Pit steht, Spot steht. Zweimal bekannt. Api ist schneller. Assa nimmt die AWP mit und geht erneut in den Waffensafe rein. Berserk gewinnt auch die 7. Runde. Und sie lassen die Playing Ducks bislang in der ersten Map relativ alt aussehen.
Welche Taktik kann helfen? Man hat es versucht bislang. Banane, defensiv, etwas offensiver. In der Mitte kam Berserk meistens einfach Richtung Lang durch. Gerade mit der AWP. Api macht einen guten Eindruck. Diesmal offensiv Molotovs rein. Dreht sich schon mal für die Flashes, die von Berserk selbst kommen. Und Api guckt noch Richtung Mitte. Hinten warten. Api, Wille. Ah, sehen das Küppel durchpushen. Hier auch noch Crapdown. Aufpassen. Switcht jetzt auf die nächste M4. Weiß, dass sie links geboostet haben. Und da ist der Doppelkill. Und die Überzahl für die Playing Ducks. Jetzt einfach dranbleiben. Überzahl ausspielen, möglichst direkt traden. Berserk da keine Chance geben, das Ganze vielleicht in 3 gegen 3 auszuspielen. Und dann ist die Runde gewonnen. Immer noch 3 Smokes, Flashes. Ein Molotov in der Hand bei Berserk, die sich langsam in Richtung Banane rantrauen. Und die Ducks natürlich im 4-Mann-Aufbau bleiben im 2-2. Und da hatten defensiv im CT, defensiv hinten am Pfeiler. Molotovs fliegen rein, hohe Flashes Richtung Spot oder Crapdoor, vielleicht nochmal close in Richtung Pool. Und wird dann leider von Maka oben auf der ersten Box rausgenommen. Auch Asa muss dran glauben. Und jetzt ist es wieder unglücklich. Das Ganze instant rumgedreht, ohne auch nur einen Verlust. 3 gegen 2 Überzahl für Berserk. Nächstes Mal kommt Richtung CT rein und noch zu Flashes in der Hand. Und die Playing Ducks gehen erneut ihre Waffen und ihr Equipment durchbringen. 8. Runde Berserk. Sichere Halbzeitführung. Wird in dieser Runde aber nicht mehr bedrängt werden, denn Berserk immer noch hinten in der Bahne drin. Tanne, Keckmann sichern in Richtung Apps. Tja. Man braucht immer noch, wie schon angesprochen, einen Masterplan. Um hier endlich die erste Runde zu holen. Nach 8 Runden natürlich gibt es den entsprechenden Loser-Bonus. Man forst also rein mit nochmal weiteren M4s, nach Farmers, weiteren Granaten. Man hat ein einziges Dev-Kit. Api, schnell Richtung Banane reingeschaut. Keckmann brennt da schon mal ein bisschen an oben in Apps drin. Gibt die erste in Richtung T-Apps und der Schaden. Noch auf 0 gegen Berserk. Und die tasten sich wieder sehr langsam Richtung Mitte. Auf der ersten Smoke, ein paar ersten Granaten rein. Vielleicht auf ein bisschen Glück hoffen. Und man hofft so ein bisschen, dass die Playing Ducks gerade mit diesem 8-Runden-Rückstand versuchen, etwas offensiver das Ganze anzugehen. Und vielleicht dadurch natürlich den ersten Fehler macht. Tanne dreht sich um, wartet auf die Flash, die kommt nicht, holt sich einen, zwei, fast drei. Und Lando hat Glück, mit 12 HP noch irgendwie davon zu kommen. Gibt eine erste Flash Richtung Mitte, immer noch 2, 3 Mann auf dem A-Spot. Bisher kein einziger Verlust für die Playing Ducks. Man muss schauen, dass man jetzt nicht wieder, wie auch in der Runde davor schon passiert, die Berserk dann noch irgendwie die Entries ziehen kann. Tanne on-spot defensiv, scriptet als Infospieler, Tanne als Backup und im Pitch steht immer noch Keckbar mit der AWP. Gibt die erste Flash rein, sie pushen Richtung Spot, scriptet nur eine mit 2 und AP mit der Orb muss aufpassen, aber hinten im Pitch steht Keckmann. Und endlich heißt es, erste Runde für die Playing Ducks. 1-8, der Spielstand. Man braucht dringendst die Anschlussrunde. Ansonsten wäre das Geld wieder weg. Maximum haben wir noch 3-4 bei Scripted. Der Rest mit deutlich weniger auf der Bank. Scripted VB, gerade im Nachsetzen erfolgreich, vielleicht geht er noch rein. Nein, Api kann traden, Berserk schnell mal nach oben durch, weiß, dass CT noch Crapdoor steht. Da vielleicht mal hoch, kann hinten Garten nicht reinpieken und Berserk hat die Kontrolle über den Bombspot. Und die Zeit
läuft ebenfalls gegen die Playing Ducks. Und aber sie haben noch extrem viel Equipment. Sie haben 3 Defuse Kits, ein paar Smokes, Molotovs, Flashes und eine Granate. Also das könnte durchaus aufgehen. Nur AP deckt hinten die Banane. Und da kommt Tanne geduckt um die Ecke rum. Und den Shot hat er sicher. Die pushen jetzt Garten durch hinten. Im Quad steht Lando. Aber der Lando bleibt einfach mal extrem cool. Sichert sich seine 3 Frags und die Playing Ducks schaffen es nicht, die Anschlussrunde zu holen. Und direkt, nachdem man die Anschlussrunde nicht holen konnte, gibt es die Pistol Eco. Ah, Mitte Offensivpush mit 5 Mann. Natürlich stehen sie da bereit. AP, Willem, falsche Mitte, Arsa mit der Piste. Aber für viel hat's leider nicht gereicht. Und man konzentriert sich wieder komplett auf die nächste Byron. Und die muss aufgehen jetzt. Denn so langsam spielt man mit dem Rücken zur Wand, was die erste Map, was Inferno angeht. Bereits 9 Runden Defizit. Und nur einer einziger als Ausbeute könnte in der zweiten Hälfte sehr, sehr schwierig werden. Man kann immer noch ein 5:10 erreichen in der ersten Hälfte. Was die Chancen durchaus verbessern würde. Berserk mit dem breiten Aufbau. Banane mal reingucken. Apps mit Maka. Und da kommt Tan. Natürlich hat keinen Fokus auf den zweiten Balkany. Kekman versucht über Apps nachzuschauen. Aber Maka ist da. Und es gibt die ersten beiden auf dem A-Spot. Assa, defensiv im Pit, gibt einen hohen Flashrun, ist blind, bisher nicht bekannt. Jetzt schießt er, sieht einen, sieht zwei, jawohl, Spin und sitzen. Und dann beim dritten, da reicht's nicht mehr. Traptor, scripted. Man kommt hinten über lang Richtung Spot, holt sich den ersten. Ja. Durchaus eine Chance. Jetzt noch was zu holen. 1 gegen 1. Lando auf Gurt. Ja, und dann ist mit der AK. Da einfach viel zu stark. 10 Runden Führung. Die Ducks erneut. Pistols only. 3 Granaten vielleicht wieder. Die Offensiv-Nades, aber die bleiben erstmal aus. Man stellt alle 3 Granaten auf den B-Spot. Lässt somit Tanne und Kekman alleine auf dem A-Spot stehen. Und wartet erstmal ab. Ruhe bewahren, nicht so offensiv gehen. Vielleicht auf die Close Distance mit den beiden P250s arbeiten. Wäre durchaus eine Möglichkeit. Berserk, Mitte lang bereits durch. Hier schaut man längs in die Ecke rein, gibt eine erste Smoke hinterher und dann auch schon die erste Rotation von Scripted rüber in Richtung A-Spot. Nur da kommt schon Lando. Der muss aufpassen. Na, Spinner sitzt, die erste Picto 50 ist rausgenommen. Der Waldtanne kriegt man offensiv in Richtung Second mit. Nur Berserk, die haben die komplette Kontrolle. Bei den A-Spot. Und haben somit natürlich auch den dicken Vorteil. Kekman, wo es zu lang steht. Kraptor, Assa. Schnappen sich immerhin die eine AK, die AP dort verloren hat. Versuchen diese durchzubringen. Und das schaffen sie auch, denn Berserk ist noch viel zu weit weg und nicht mehr auf dem Weg, die Waffen zu haben. Vorletzte Runde der ersten Halbzeit. Und eins ist sicher, die Playing Ducks brauchen mit Sicherheit die Pistolenrunde aus Halbzeit Nummer 2. Um hier auf Inferno nochmal eine Chance zu haben.
Marker. Mit Willemrichchen Banane. Bisschen pre-firen. Die Playing Ducks haben nochmal gekauft. Sitzen fast schon alles wie so eine Karte. Und die erste Nate, ja, die macht richtig gut Schaden. Bleibt wieder defensiv auf kurz. Skript wird auf dem Dach drauf. Tanne dreht sich schon mal um provisorisch. Gibt eine erste Flash rein. Und auf B den ersten Vorteil für Crop. Der will mehr haben. Pusht weiter hinten her. Pre-fired mal. Berserk. Ah, geht Mitte langsam durch. AP traut sich da mal ran. AP schaut nach links und oben drauf. Da steht immer noch Scripted Smoker. Kommt gedoppelt jetzt. Gibt den Instant Trade gegen Tanne. Und der Schaden ist gar nicht mal schlecht. Aber Scripted schafft es irgendwie zu Richtung Bombspot. Und die Chance, die besteht noch immer. Überzahl, 2 gegen 2. Also 2 Mann A, 2 Mann auf B. Und Berserk hat es da auf B ein bisschen schwierig. Denn da steht noch immer die AWP von Keckmann. Traptor bekommt die erste CD-Smog mit 30 Sekunden. Die Zeit drängt. Traptor brennt jetzt an, muss raus. Und da steht Maka. Und Keckmann kann traden. Jawohl, Überzahl beibehalten. Lando, Maka, wissen, hinten Garten steht. 15 Sekunden, sie müssen überlegen. Die Zeit muss gegen die Playing Ducks laufen. Keckmann, Pre-Fire durch die Wand durch. Schafft er keinen Schaden zu machen. Maka fast mit 200 ist Lando. Und Keckmann mit der Orb schaut rein und holt ihn durch die Ecke durch. Und das ist die zweite Runde, die sich die Playing Ducks auf der City-Side sichern. Und nun hier auch nochmal so ein bisschen die Chancen für die 15. Runde aufrechterhalten. Mitte, schnelle Nade rein. Schadenstechnisch nicht wirklich viel gesetzt. Dafür ist Lando da mit der Orbs. Sie spielen jetzt halt Doppel-Orb bei Berserk. Versuchen da mit AP in Richtung Mitte, mit Lando in Richtung Second mitzuarbeiten. Und in Apps wartet Tanne. Oh, Close Distance. AP muss aufpassen. Denn Tanne wartet. Oh, hört den Schuss der AWP. Die Waffe gespottet. Pre-fired kommt er rein. Der erste Trade ist sicher. Aber auf dem B-Spot muss Asa aufpassen. Läuft nach offen. Ruhig, aber Willem, Instant Trade. Ah, der Molotov macht gut Schaden. Und das sind zwei relativ schnelle Fracks, die sich hier Tanne und Scripted sichern könnten. Klar, es ist die letzte Runde der ersten Halbzeit. Das heißt, die gehen auf jeden Fall in den Versuch nochmal zu retaken. Und gerade der Nate in der Molotov bei Tanne könnte der Schaden relativ schnell ausverteilt werden. AP unten am Pool, Willem auf der Box, Lando schaut Richtung Bar, aber sie kommen beide über den CT. Und die erste Nate fliegt rein, ein bisschen zu weit, um das volle Potenzial zu entfalten. Tanne sneakt sich in Richtung Ruine, Scripted kommt mit, man steppt jetzt laut, man hat einen Kit. Und obendrauf, da steht Willem und deren Tree lässt sie einfach rauslaufen. Lando ist schneller, piekt nochmal nach Richtung Garten. Und somit heißt es, gut auf! 13-2 führt Berserk gegen die Playing Ducks. Und bislang machen sie auf der T-Side einen extrem starken, starken Eindruck. Zweite Halbzeit. Wie schon erwähnt, die Playing Ducks brauchen die Piste Round. Und die soll mit einem Molotov, einer Smoke und viermal Kevlar gespielt werden. Berserk ebenfalls viermal Kevlar, Kit bei AP. Pusht offensiv die Bahn runter. Oh, sneakt sich da erstmal erfolgreich in Richtung Baum, in Richtung Rampe. Und da steht unten Keckmann, wird Open Field erwischt. Traptor kann traden, jawohl, kommt damit Scripted. Und plötzlich ist es ein 1 gegen 4 für Berserk. AP ist bekannt, 2 AP ist One-Shot. Und Tanne schafft es nicht, ihn erfolgreich zu pushen. Entschuldigung. 2 AP, Kit. Und die USP, Long Distance, durchaus eine Chance. Sollten die Playing Ducks jetzt die Shots nicht treffen, wenn er hier 3 saubere Headshots bekommt, kann die Runde doch noch gewinnen.
traut sich aber nicht wirklich rein. Richtung Ruine oder in Richtung Bombspot. Sieht jetzt hinten Crafter stehen, ist bekannt. Kann den Fokus also komplett von der Banane in Richtung CT umlegen. Und AP weiß auch, das schafft er nicht mehr. Zieht sich zurück, wird noch geholt. Dritte Runde Blank Ducks. Und eine dicke, dicke Möglichkeit, hier auf der T-Side vielleicht nochmal zurückzukommen. Gibt die erste AK, der Rest schnappt sich erstmal ein paar SMGs. Berserk mit Offensivgranaten. Vier Deagles, eine CZ. Also die Long-Distance-Fights, die eingegangen werden sollen. AP piekt nach. Erster Nate kommt und der erste Schaden sitzt gut gegen Crapdoor. Willem derweil auf 12 HP runter. In Apps muss er instant zurück in Richtung Pit ausweichen. Das hat sich nur sehr langsam. Nehmt mal nichts überriskieren. Nicht zu schnell Richtung Bombspot gehen. Vielleicht dadurch die Runde verlieren gegen Berserk. AP wartet drauf, dass Crapdoor oder Scripted oben in die Bahne reinpieken. Das ist erstmal nicht der Fall. Der Crapdoor bleibt defensiv. Klar, Close Distance. Einfach nur up-aim. Der Rest der Ducks auf dem Weg in Richtung Mitte. Geht's jetzt erst raus. Mitte raus. Richtung kurz. Maka, Willem. Kleines Crossfire, was sie aufgebaut haben, Richtung kurz. Willem oben auf dem Balcony, unten kommt Assa, steppt Richtung Side. Maka ist da rein mit zwei, Maka mit dritten reicht's nicht mehr. Aber es ist ein 3 gegen 3, was Berserk durchaus noch holen könnte. Tane schnappt sich die AK, erster Rumbeliegen, über kurz kommt schon Lando und in Apps da steht immer noch Crapdoor und der steppt. Ah, ist bekannt jetzt. Runter auf 30. Also ein schneller Frag. Gerade wenn AP mit der Zeit einfach reinpusht. Und jetzt die Überzahl für Berserk rausholt. Scripted. Tanne. Pit. Defensiv on spot. Und die Jungs von Berserk teilen sich auf. Über lang, über kurz. AP. Und es ist Scripted im 1 gegen 3 mit der MP7. Links, rechts stehen sie beide auf Spot drauf. Und Lando ist da mit der Deagle. Und der Diffuse sollte durchgehen. AP schnappt sich ebenfalls die AK und Berserk stiehlt die Runde der Playing Ducks. Und die Träume, hier nochmal ein Comeback zu starten, die sind ziemlich in Gefahr jetzt. Denn auch Berserk hat natürlich mit der aufgenommenen AK einen erheblichen Vorteil. SMGs, wir sehen Bison, P90, UMP, MAC-10. Und auch die Ducks haben only mit Pistol und SMGs. Willem, er hört die ersten Saps oben Richtung Apps. Das ist eine wichtige Info. Willem peekt nochmal rein mit der P90, wird gedoppelt. Lando close in der Mitte, smogt nochmal nach. Ah, ist blind und stellt sich da in die Smoke rein. Und damit müssen sie rechnen. Es kommt davon kurz, aber alle drei Mann auf A fallen. Und die Frage, ob hier AP und AP nochmal versuchen, in den Retake zu gehen. Drei Spieler sind angeschossen. Ah, oh, Assa brennt an, verbrennt komplett. Crapdoor auf 40, Tanne scripted auf 13, auf 14 und Keckmann, der hat noch Full Life und schafft es, auch hier gegen die AK zu bestehen. Alles wieder gut gemacht. Berserk keine zweite Runde am Stück gegönnt und somit auch keine sichere Overtime auf Inferno. Aber die kaufen nochmals komplett runter. Da wird alles investiert, was sie irgendwie auf der Bank hatten, um nochmal Pistolen, Kevlar, ein paar Granaten möglich zu machen. Vielleicht mit diesem 4-Mann-B-Stack auch gegen die Byrons. Gegen noch SMGs von den Playing Ducks erfolgreich sein zu können. Erstmal breiter Aufbau Richtung Mitte, Second mit Apps. Da steht Tano schon sehr offensiv. Und auf B, Crapdoor, Scripted jetzt mit der ersten Molotov, der ersten Flash. Wenn wir langsam mal um die Ecke pieken, langsam mal reinschauen.
und vielleicht einen ersten Entry setzen. Ja, auch Keckmann kommt mit. Die Nate war gar nicht mal schlecht. Minus 30 bei Kraptor, minus fast 50 bei Scripted. Und Berserk hat bislang noch keinen einzigen Schadenspunkt kassiert. Doch die zweite Nate macht nochmal ein bisschen mehr hinterher. Mitte, oh, da pusht Makar durch und ist nicht gesehen worden. Und gerade die Position, wenn sie von der Bahne rüberschieben oder eben auch versuchen, die Bombe zu holen. Die Position bei Makar ist extrem stark. Assa mit einer ersten Flash in Richtung Kurz. Und es gibt den ersten Vorteil. Kraptor weiß, dass sie on spot stehen. Jetzt kommt er in der Mitte, holt sich die erste AK ab. Tanne, Keckmann aufgeteilt, Bombe noch an der Rampe. Und Makar kommt von lang. Und tja, das war es dann wohl gewesen für die erste Map. Ja, ein bisschen unglücklich, dass wir hier vorzeitig von der Map geworfen werden, vom GoTV. Aber scheinbar hat das dann für die Playing Ducks nicht mehr gereicht. Berserk konnte sich wohl die letzten beiden Runden sichern. Und ja, somit heißt es 1-0. Ja, schade. Denn die letzten Runden, glaube ich, wären da mal spannend gewesen.